So, willkommen zum neuen Video. Ihr seht hier etwas ganz Neues, einen Maxi-Rennrahmen. Wie man sieht, wir werden mit dem vermutlich im Mofa Cup fahren, also nicht vermutlich, wir werden. So, und für jeden, der sich jetzt gerade fragt, was genau der Mofa Cup ist, ich werde euch das jetzt mal schnell erklären. Und zwar so, dass es jeder versteht. Der Mofa Cup ist ein Rennen meistens auf einer Kartbahn, ob drinnen oder draußen, bei dem verschiedene Fahrer um den Sieg kämpfen. Von Crashes bis zu Motorproblemen gibt es alles. Es gibt verschiedene Klassen, bei denen verschiedene getunte Mofas mitfahren. Von Rookies Cup für Anfänger bis zu Open 100. Wir werden in Superstock 80 mitfahren, bei dem es mittelmäßig viele Reglemente gibt. Von denen werden wir aber euch noch erzählen. Wir wurden von Kev inspiriert. Und dann war es ein Sonntagnachmittag, wir waren am See. Dann haben wir darüber geredet, sind auf Tutti gegangen, haben den Rahmen gesehen zu einem guten Angebot. Und dann, ja, nicht mal eine Woche später war der Rahmen bei uns. Jetzt ist es die Idee, diese Sachen hier alle rauszuflexen, weil man sieht, die Schweißnähte sind extrem hässlich. Und dann werden wir am Nachmittag zu einem Kollegen gehen und eine neue reinschweißen. Und hier werden wir das Luftfilterloch neu zuschweißen und alle solche Sachen. Und wenn es dann nötig ist, wird er noch mit der Spraydose kurz neu lackiert, kurz grundiert und mit der Spraydose drüber. Weil es ist scheißegal, wie der aussieht, der muss einfach stabil sein und richtig gut laufen. Und ja, die Idee war auch, wenn wir dann im Mofa Cup fahren, dass dann vielleicht noch mehr Leute kommen, dann wird es noch etwas spannender. Wenn dann da 40, 50 Leute fahren, vielleicht irgendwann mal. Ja, Motor runter von der Straße rauf auf die Strecke, oder? Alles draußen jetzt. Ja, es ging relativ einfach. Außer einmal kam die Trennscheibe etwas zu nah an den Finger. Passiert. Ja, jetzt müssen wir, glaube ich, mal die Hebebühne putzen. Hat ein paar Späne gegeben, wie der Nuss hat. Ja, nicht gekostet, Hebebühne geputzt. So Jungs, ich werde euch schnell erklären, was hier Noah genau gemacht hat. Er hat im ersten Schritt einfach mal ein bisschen nachgebessert mit seiner kleineren Flex, denn Noah ist Schlosser, er weiß genau, wie es geht im Gegensatz zu Julian und mir. Zudem hat er auch noch beim Luftfilterloch die alte Fiberplatte, nenne ich hier jetzt mal, weggeschnitten, dann für eine gerade Platte, die wir dann noch reinschweißen werden und einfach allgemein ein bisschen verschönert. Was ich persönlich noch spannend fand, ist, dass Noah hier einen kleinen Spalt reingeflext hat und somit nichts mehr abflexen muss und so perfekt einsetzen kann. Und yalla! Fertig. Jetzt wird gespachtelt, yalla.